Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ja, und heute bin ich natürlich wieder nicht alleine, denn der Petey ist wieder dabei. Jo, der liebe Zander hat mich immer noch nicht rausgeschmissen, anscheinend nerv ich ihn noch nicht genug. Aber das lässt sich bestimmt ändern. Oh. Okay, dann wollen wir mal hier weiterbauen. Du spielst mit dem Feuer. Und ja, grade, im wahrsten Sinne des Wortes. Wollte ich gerade sagen. Okay. Sehr cool, okay. So, also ich würde sagen, du baust jetzt hier noch ein bisschen an der Mobfalle rum, währenddessen besorge ich mal ein bisschen Holz. Okay, dann muss ich nicht Holz sammeln gehen. Ja, ich weiß, da bist du ja nicht so der Fan von. Och, ist mir relativ, aber ich baue auch gerne eine Mobfalle, die nicht klappt. Wahrscheinlich nicht klappen wird. Ach, du kriegst das schon hin. Guck mal, hier ist noch mein Boot, damit kann ich eben auf die andere Seite schwimmen. Eigentlich könnte ich auch noch eben am Leuchtturm vorbei und das den Leuchtturm da eben anschmeißen. Weil der Leuchtturm ist wieder ausgegangen. Ja, der ist oben ausgegangen. Wieder mal. Weil ich habe ja jetzt ein paar Mal die Serverwelten hin und her gespielt und so. Und das war ein bisschen blöd. Naja. Ja, gut. Ich teste gerade mit dem Wasser, ob das jetzt hier funktioniert. Es sieht gut aus. Sehr gut sogar. Das ist doch schon mal schön. Aber wir müssen nachher wirklich... Wir müssen da vielleicht noch so ein kleines Hüttchen drüber bauen oder so. Das wäre ziemlich geil. Dass man vielleicht von oben so auf die Mobs drauf gucken kann. Das wäre ziemlich cool. Also ich... Hilfe, ich schwimme schon in die Lava rein. Das ist schon mal... Jetzt muss ich auch nicht verdammt aufpassen. Ich glaube, ich mach die nochmal hier weg. Ich hoffe nur, dass die Items halt nicht verbrennen. Das wäre ziemlich blöd. Nee, diesmal haben wir es ja richtig gemacht. Nicht so... Ah. Ich find's ja schön, dass du noch sagst, wir haben das richtig gemacht und nicht du. Weil ich habe ja eigentlich noch nicht so wirklich viel geholfen. So, ah, scheiße. Ja, du hast mir seelischen Beistand gegeben. Das ist auch schon mal was. Oder nicht. Warte mal. Ich habe hier gerade Scheiße gebaut. Verdammt. Ah, nein. Was willst du tun? So. Ah, nee, ich würde sagen, ich habe gleich noch die Mobfalle soweit fertig eigentlich. Jetzt muss ich noch den Auffangraum da hinten bauen. Und dann kann die Party hier steigen, würde ich sagen. Ich muss noch mal kurz gucken. Och nö, jetzt regnet. Och nö. Ich mag keinen Regen. Ich mag auch keinen Regen. Was hältst du davon, wenn wir den Eingang zu der Item-Station, so nenne ich das Ding jetzt einfach mal, von deiner Hütte die ausmachen, weil ihr habt ja, glaube ich, hier so einen Gang nach unten gebaut. Habt ihr da irgendwas Spezielles geplant hinten? In eurem Gästehaus? Eigentlich nicht wirklich. Weil der Gang geht nämlich perfekt in Richtung Item-Dings. Ja, dann kann man das ja auch nutzen. Warum nicht? Alles klar, dann fange ich da mal an. Hey, die Tür zu, bevor mich irgendwas hier anfällt, ne? Och, Regen ist voll ätzend. Wir können es eigentlich auch gleich ins Bett legen. Ich weiß jetzt, man sieht jetzt auch die Sonne nicht mehr, ne? Müsste gehen. Nee, geht nicht. You can only sleep at night. Okay, das funktioniert nicht. Schade. Na gut, man kann nicht alles im Leben haben. So sieht's aus. Oh, ich muss mich hier gerade... Das regt mich gerade übelst auf so... Ach, mit dem Regen, das ist aber jetzt gerade ein bisschen blöd. Schade. Ja gut, man kann's nicht ändern, ne? Oh. Aber... Ja, doch, wir können uns ins Bett legen. Ich weiß nicht, wie... Hä? Hier regnet es ja gar nicht mehr. Bist du in der Wüste? Ja, in der Wüste regnet's. Geil. Stimmt ja. Ach, genau, in Wüsten regnet es nicht, ne? Ja, aber gerade hat's geregnet. Wenn du zum Mobfalle gehst, regnet's. Wenn du jetzt hier bist, regnet's wieder nicht. Ja, das ist ja Strand. Das ist ja keine Wüste. Hier fängt die Wüste an. Hier fängt die Wüste an. La 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 la. Ich seh dich jetzt gerade nicht, aber okay. Ich bin hinterm Haus. Ich laufe hier im Kreis, das ist eigentlich sehr sinnvolle Arbeit. Ist von dir sowieso nichts anderes gewöhnt. Nee, eigentlich nicht, ne? Also wir müssen, glaube ich, aber die Wände müssen wir hier hochziehen, ne? Welche Wände? Ja, genau, die müssen hoch. Das könntest du eigentlich schon machen. Und ich weiß nicht, willst du da irgendwie einen Gang reinbauen? Ich weiß nicht, wie du das so vorgestellt hast. Ach, hier in die Mobfalle, oder was? Ja, dass man da reinkommt, aber muss man ja eigentlich nicht. Man könnte hier noch so ein schön Glas... Man könnte eventuell... Glasdach oder so drüber, das wäre cool. So oben reingucken kann, wie die Monster darunter. Ja, genau, richtig. Man könnte ja ein Haus drüber bauen, aber das wäre auch ziemlich blöd, weil ein Haus drüber bauen heißt ja, das heißt. Wir müssen ein Haus bauen. Das heißt das. Nein, das würde ja heißen, dass man dann hier neben dem Haus noch ein Haus hätte und das wäre, glaube ich, ziemlich hässlich. Weil das dann könnte so da vielleicht anbauen. Was hältst du davon?
Man könnte anbauen, dann müssten wir aber das ganze Haus, was ich mit dem Juten Satani AP gebaut habe, komplett umbauen. Wir können doch einfach hier so einen Glasboden reinmachen. Und fertig. Einfach Glasboden? Ja, weiß ich nicht. Oder überleg dir was Schönes. Ich buddel den Gang. Du bist hier die Kreative. Ja, man könnte Glasboden reinbauen. Das ist also auf jeden Fall. Das finde ich ist auf jeden Fall eine gute Idee. Aber dann müsste man noch ein bisschen was ändern. Aber erstmal muss die Mobfalle klappen. Wir müssen die also auf jeden Fall prüfen. Du kannst ja schon mal die Dinger da wegnehmen, die Fackeln. Und gucken, wie die da so reinfallen. Das müsste, also meiner Meinung nach müsste das eigentlich jetzt. Ja, aber ich glaube, da muss ich die Wand noch höher bauen hier. Ja, genau, das sollst du vielleicht tun. Dann müsste das eigentlich funktionieren. Also ich meine, so sieht es ja auch in dem Video aus, ne? So ungefähr. Zumindest. Ja, das Problem ist, dass es. Ich weiß nicht, ob das klappt, weil irgendwas war da mit den Mobs spawnen, dass sie dann irgendwie auf den Mauern noch spawnen können oder so. Das könnte gut sein. Wenn du die hoch genug ziehst, dann dürfte da eigentlich nichts spawnen. Na egal, ich reiß jetzt erstmal ganz willkürlich die Fackeln hier ab. Ja. Bin dann einfach gespannt, was passiert. Wie sieht das hier mit Koordinaten aus? Kannst ja. Was meinst du jetzt? Gucken, ja, weil ich weiß gerade nicht, wo ich bin, wie tief ich bin und. Achso, ja, klar, kannst doch gucken. Okay, weil du müsstest. Achso, du die, willst. Die Stelle, wo der eine Fluss dazwischen in der Mitte durchgeht. Also, wo die Items hergespült werden. Da müsstest du mal die Höhe durchgehen. Ja. So ungefähr. Ach, Dreck, warte mal, jetzt fällt mir gerade was ein. Jetzt habe ich ja. So intelligent wie ich bin, die Truhe hier zugebaut, wo unsere Steine und Dirten so drin sind. Aber die Truhe können wir da eigentlich auch stehen lassen, dann können wir hier so einen kleinen Gang noch reinmachen zum Keller. Die Sachen reinschmeißen oder so. Das ist eigentlich schon der zweite Spawn, den du hier gefunden hast, oder? Ja, den hat Kilian gefunden, wo die Porkys hier waren, das war ziemlich geil. So. Da ist er nämlich draufgegangen und dann hat er den durch Zufall gefunden. Den ersten Spawner, den habe ich gefunden, da habe ich ja meine XP-Farm reingebaut. Die er jetzt sogar richtig Verwendung hat, da ich ja jetzt auch ein Enchantment-Table habe. Yay. Aber du hast es bestimmt noch nicht verwendet. Doch, den habe ich sogar schon verwendet. Echt? Auf meine Pickaxe, ja. Ah, ja, aber da bin ich deine XP-Farm, oder? Wo bist du denn gerade? Dreh dich mal um. Hier. Ach so, da. Ja, also ich werde auf jeden Fall nicht durch die Lava schwimmen, das kann ich dir schon garantieren. Nein, du musst mir eigentlich nur da unten sagen, das reicht mir schon, wo du jetzt gerade stehst. Ach so, ups, warte. Ich jetzt hier gerade stehe, ist Y57. Okay, das heißt, ich muss noch genau einen runtergehen. Das ist gut. Ja, jetzt muss ich das nochmal wegbuddeln, weil sonst komme ich hier nicht mehr raus. Ich hätte auch von vornherein die Stufen hier wegnehmen können. Das war ziemlich faul von mir wieder. Oh, es ist so ätzend mit dem Regen, ich stelle den mal kurz ein bisschen leiser. Weil er mir richtig auf den Sack geht. Regen ist so wirklich so eine Sache, die braucht echt kein Mensch. Ne? Oh, guck mal, wo ich bin. Aha. Aha, aha, aha. So. Ich bin jetzt hier unten im Loch. Also hinter der Mobfalle praktisch. Wo also, ich würde sagen, ich mache jetzt diese Reihe noch fertig. Wenn die fertig ist, dann bauen wir hier Glas drüber. Ganz einfach. Ja. So, also, Und dann könnte man nämlich das Ganze nämlich noch in den Keller von dem Haus reinlegen. Ja, ich guck mal, du kannst da gleich mal kommen, wo ich das hier hingebaut habe. Ich habe keine Ahnung, ihr habt da schon ein bisschen angefangen gehabt. Ich habe da jetzt 5 oder 6 Treppen gebaut und hier ist jetzt schon der, ja, der Sammelraum. Praktisch. So müsste das funktionieren. Jetzt müsste man, das Problem ist nur, wenn da Glas drüber ist, dann fällt da natürlich Tageslicht rein und dann spawnen die Dinger nicht, ne? Ja, da hast du sogar recht, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Das heißt, wir müssen den Raum auf jeden Fall von oben zumachen. Das ist natürlich doof. Ja, ja, stimmt. Ich mach den jetzt mal provisorisch mit Dirt zu. Weil wenn später der Dirt runterfällt, dann fällt der sowieso in den Dingens da rein, ne? In diesen. Da kann man den ja wieder aufsammeln, den richtigen und wertvollen Dirt. Umherum einfach Bäume pflanzen. Und dann. Da! Ja, dann ist doch da. Da, es geht, es geht! Die ersten Items müssten ankommen, aber oh, ich glaube, ich habe gerade was. Aber ich glaube, da ist gerade schon was verbrannt. Ja, hier kommt ein Pfeil an. Geil. Ja, hier kommt ein Pfeil an. Und ich habe ihn eingesammelt. Also, yay, es funktioniert. Sehr geil. So, ist deswegen wieder was kaputt gegangen. So, ich komme mal ganz kurz in den Keller zu dir. Ja. Ich hab und dann gucken wir uns das an. Und geh da weg! Wow. Ich brauche die Items. Ich brauche die Items. Ja, ich will sie haben, alle. Was zu essen.
Ich will sie alle haben. Was zu essen, ich verhungere sonst. Hier, das essen die, das essen auch die Hühner. Du bist doch hier der Fisch. Was? Futter bei uns. Sag das nicht so abwertend. Ich habe gerade nichts zu futtern dabei. Muss ich ganz ehrlich. Doch, ich habe Rottenfleisch, da kannst du schon mal essen. Nee, danke. Warum nicht? Also zwei Dinge habe ich noch. Du musst echt mal irgendwie gucken, ob da irgendwas hängen bleibt, aber eigentlich dürfte da nichts hängen bleiben. Der Einzige, der hier hängen geblieben ist, das bist du. Was? 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 Aber nicht geistig. Nicht geistig, nein. Ach ja, herrlich. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir jetzt wieder... Ich würde sagen, Mobfalle auf jeden Fall schon mal erstmal erfolgreich dann fertig gebaut hier. Dankeschön erstmal für deine Hilfe, das war's. Jetzt kann ich gehen. Jetzt kannst du gehen. Nein, Quatsch, soll ich dafür noch ein bisschen Holz sammeln? Nee, ich hab noch... Du kannst jetzt den Tunnel buddeln. Den Tunnel buddeln? Nein, Quatsch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal schlafen, damit der scheiß Regen aufhört. Ja, genau. Ich gehe rechts. Oder ist es schon reserviert? Dann gehe ich halt oben. Achso, okay. Dann bist ich schlafe auf. Unterm freien Himmel. Yay. Im Regen, egal. So, jetzt müsste eigentlich der Regen aufgehört haben. Du musst ja sowieso eigentlich mal feucht bleiben, damit du nicht austrocknest. Ja, richtig, genau. Ich bin wie so ein Wal. Ich müsste eigentlich immer mit so einem Schlauch besprüht werden. So. Ja, das stimmt. Also was machen wir jetzt? Einen Tunnel bauen? Nein, ich würde sagen, wir machen gleich erstmal das Gasthaus fertig. Warte mal. Da vorne ist noch ein Boot, ich hole mir das mal. Ja, nimm dein Boot und bring Holz mit. Das Boot lässt sich jetzt auch in der 1.3 richtig geil steuern, ne? Ich habe bis jetzt in der 1.3 auch nur mein Let's Play gespielt und da bin ich noch nicht so weit zugekommen, mit dem Boot zu cruisen. Und halt jetzt hier, aber lässt sich bestimmt immer nochmal einrichten. Ja, du kannst hier jetzt eben das Boot da vorne krallen. Nein, ich muss erst noch Treppen machen. Ja, okay, dann mach halt Treppen. Woraus machst du die Treppen? Nicht aus Holz, oder? Doch, aus Holz. Da ist Däums Welt, ich sehe die gerade irgendwie. Wir spielen das Ganze ja jetzt wieder auf einem Server, den wir uns gemietet haben. Weil PC und so ist ja nicht so unser Ding. Also spielen wir das Ganze auf dem Server und deswegen kann das manchmal sein, dass er ein paar Ladebugs hat. So, was willst du? Willst du rote Schafe, weiße Schafe? Willst du... Ich will keine Schafe. Oh, die Schweine mit dem Texture Pack sehen auch so geil aus. Ich will was zu essen, nicht zu Schafe. Ja, okay, dann kriegst du Kühe. Die sind eigentlich sowieso am besten dafür. Aber schön gebraten, bitte. Nein, ich hätte die erst vermehren können, ich Trottel. Ich habe ja noch Weizen dabei. Zander. Was soll aus dir mal werden? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kein Schlachter. Nee. Obwohl. Ja, vielleicht ein Fischer? Scherzkeks. Der war echt schlecht, ich geb's zu. Alter, der baut die komischen... So, oh, warte mal, die Workbench, die kann ich mal abreißen. Ich glaube, die steht hier schon seit 5000 Folgen oder so, ey. Die gehört hast da mal gar nicht mehr. Gemacht? Ja, ungefähr. So Pi mal Daumen, geschätzt. Ich bin zwar nicht der Beste im Schätzen, aber so ungefähr. Okay. Du alter Hase im Let's Play, du. Ja. So, ich glaube, irgendwas hakt bei der komischen... Minecraft Zelle. Has run out of memory! Das ist natürlich jetzt uncool. So, da bin ich wieder und nach einer kürzeren oder etwas längeren Pause, wie auch immer, hier bei uns. Ich habe irgendwie ein Problem damit, auf den Ofen zu klicken und immer wenn ich da draufklicke, dann fliege ich aus dem Spiel. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Bug ist oder so. Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen. Ihr könnt das ja mal in die Kommentare reinschreiben. Würde mir auf jeden Fall sehr viel helfen, wenn ihr da irgendwelche Tipps oder Hilfen habt, wie man das beheben kann. Weil immer wenn ich das mache, dann kommt halt, wie gesagt, dieser Screen, wo ich dann halt... aus dem Spiel geflogen bin, keine Ahnung. Bei Petey scheint es wohl zu klappen. Tja, Fische oder? Können halt keine Öfen bedienen. Daran nichts, glaube ich, eindeutig. Aha. So, was soll ich denn für dich? Hier, klick mal auf den Ofen. Ja, und jetzt? Kannst du alles machen? Ja, ich glaube. Ach, dann brat dir doch dein Fleisch selber. Ja, danke. Ich wollte nur Netze. Ach so, scheiße. Warte. Junge, wo hast du den Kopf nur gelassen? Ach ja, du hast nur drei Sekunden. Ich hab in meiner vorletzten Folge schon gesagt, dass ich ein nicht so langes Gedächtnis habe. Ja, da hast du recht. 3 Sekunden waren es, oder wie viel? Ja, ein Fisch, glaube ich, hat nur ein 3 Sekunden Gedächtnis, wenn überhaupt. Besser als das nichts, ne? Das ist ja der Grund, warum die Welse immer wieder beißen. Ach, die Welse, sag ich schon, die Karpfen.
Ach so. Weißt du, was ich gerade gesichtet habe? Na, ich lasse es doch immer liegen. Was hast du gesichtet? Ach, du wolltest noch mal einen Verzauberungsraum sehen. Den kann ich dir mal ganz kurz zeigen, ja, bevor wir die Folge beenden. Hey, wo bist du denn? Steaks. Hinter dir? Da oben bist du, genau. So, komm mit. Ach so, ich dachte ja rot. Also, wenn du mal irgendwelche Sachen verzaubern möchtest, dann gehst du einfach in diese Luke rein. Gehen Sie ja rein. Und dann steht da ein Verzauberungstisch. Yeah, krasser Scheiß. Geil, oder? Ja. Oh. Minecraft has run out of memory. Was ist das für eine Scheiße? Nee, keine Ahnung. Immer wenn ich irgendwelche Sachen anklicke, dann springt das, geht das Spiel aus. Keine Ahnung, ich lese mir das jetzt mal in Ruhe durch. Also Leute, ihr out of memory ist gerade auch bei uns in den Köpfen. Also wenn ihr da irgendwelche Tipps habt oder so, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir haben absolut keine Ahnung, was das gerade ist. Und ja, wir beenden an der Stelle die Folge. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, trotz des kleinen Malheurs, das hier immer wieder passiert ist. Ja, ansonsten sehen wir uns in der nächsten Minecraft-Folge wieder. Hoffentlich nicht mit demselben Problem. Und ja, bis dann.